Jo, hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Rainbow Six Siege Locker. Und zwar trifft heute Café Dostojewski auf Bombe und wir sind gleich mal Angreifer für den Anfang. Wir picken uns Ash Elite Skin, den es umsonst gab. Und ja, los. Ja, wir schauen uns mal an, wen wir bekommen, dann geht's erst gut los. Wir haben Blackbeard, Hibana, Lion und Shackle. Also sind wir eine 25k Runde, obwohl meiner ja eigentlich auch teurer wäre, aber ich bin eigentlich kein 25k Operator. Und deswegen, ich zocke heute wieder mit dem Profil meines Bruders, weil es mir Spaß macht und los geht's. So, Runde 1, sie geht los. Und das bedeutet, wir müssen jetzt mal mit der Drohne hier ein paar Bömmchen finden. Leider sind sie nicht Keller, das lindert unsere Chance sehr, dass wir sie finden. Aber ich natürlich gönne ich meine Teammates auch. Und ich denke mal, ich habe hier was gehört, deswegen denke ich mal, sie sind hier. Bingo! Hier haben wir Hibana. Ich weiß nicht, was die vor. Das ist ein Pro League Spot oder so? Keine Ahnung. Ich bin ja kein Pro League Zocker oder so, wie ihr schon gesehen habt. Bin ich jetzt, ja, einfach ein normaler Zocker, der das gerne zockt. Und ja, mittelmäßig gut drin ist. Mal mehr, mal weniger. Und ja. Wir können auf jeden Fall auf dem kleinen Balkon hier gehen. Guck mal, ob da oben offen ist. Nope. Okay, da hinten sitzt wer. Ich schicke mal eine Drohne rein, auch wenn es hier immer ein bisschen blöd wirkt. Ah, okay. Wir schicken eine neue Drohne rein. Nicht, wenn es blöd wirkt, aber ich meine, das kostet zu viel Zeit. Für das sind es zu wenig Gegner. Hinter dem Kasten sitzt keiner, hinter dem Kasten sitzt keiner. Hinter hier sitzt keiner. Hier ist Jäger. Okay. Gut, Jäger ist weg. Sitzt hier. Oh, fuck. Er sollte hier nicht durch diese Drohne fahren. Oh, er hat einstecken müssen. Okay, er ist verletzt. Oh, fuck. Wir müssen gut treffen. Oh nein, das war's nicht. Okay, unsere Drohne ist down. Okay, na, da ist er nicht. Zum Glück. Jäger im Room und zwei im Room. Gut. Ja, wir müssen was machen, was sie nicht erwarten. Ja, danke schön. Wir müssen was erwarten, machen, dass sie nicht. Das ist Jäger, der im Raum ist. Fuck. Oh, fuck. Oh fuck, es ist Echo. Okay.
Okay, es war nicht Echo, aber es war Valkyrie, die wir hier schön abgezogen haben. Leider nur einen Kill, weil ich ja den nicht mehr finishen konnte. Aber trotzdem, der letzte Kill war auch nicht von schlechten Eltern. Und es geht in die zweite Runde. Wir haben hier jetzt die Führung. Kann sich natürlich alles drehen. Wir wissen, der ist nicht mein Fall. Aber Cap Can, den C4. Ich hoffe, dass wir beim Fensterraum sind. Das bedeutet, nein, nicht Fensterraum, also Zugraum. Und ja, ich hoffe es sehr. Und ja, wir haben Frost, Echo, Bandit, Pulse und Cap Can. Gute Truppe, denke ich mal. Ich meine, ich mag bis auf Echo. Ja, Pulse ist mir zu stark in Roamer. Aber lasst die Runde mal jetzt beginnen. Runde 2 geht los mit einem, ja, eher, ja, nicht so Lieblingsraum von mir. Was auch noch Bombe. Oh, beruhig dich, Bro. Okay, Bruder. Ja, das Schlimme ist, sie haben beide Bomben schon gefunden. Jetzt haben sie beide Bomben gefunden. Okay, wow. Dachte nicht, dass das so gut funktioniert. Stand clear. Und wir sollten jetzt mal irgendwas sichern. Wir sichern die Wände da hinten. Nein, wir sichern jetzt mal diese Wand hier. Wir haben noch eine Cap Can-Falle, aber die werden wir uns aufheben. Für ein schönes Special. Scanning. Okay, ich weiß nicht, was das Scanning tut. Oh, okay. Da war schon jemand. Er tut halt Scanning. Okay, ich weiß nicht, ob da gesichert ist oder nicht. Aber, hä? Verstehe ich nicht ganz. Wow, okay. Das war ein Lucky Shot, würde ich sagen, weil ich habe hier keine mehr. Oh. Oh, C4. Nein. Bro, komm. Oh mein Gott. Der hat C4 in der Hand und es klebt an der Wand. Okay, Bro. Oh, nein. Okay, das war jetzt blöd von mir. Das war richtig hirnlos von mir, sorry. Aber das war richtig blöd. Ich wusste, dass einer Drones checkt. Und ja, ich meine, wenn ich ihm so eine Vorlage biete, muss er mich natürlich killen. Ich meine, er wäre blöd gewesen, wenn nicht. Aber jetzt steht es wieder 3-3. Chill. Okay. Sorry, wenn das jetzt ein bisschen eingeblendet klingt. Aber es ist jetzt, wenn ich nicht mehr hier bin, fehlt da irgendwie die Konstanz. Er probiert zwar, ja, leider, er probiert zwar ein bisschen E-Sports, ja, mäßig zu zocken. Probieren die jetzt alle? Ja, super, full. Oh mein Gott, Fuse ist so ein Loser gewesen. Wie hab ich mich von dem killen lassen können? Er muss rundherum rennen, der Depp. Ja, super, great. Wir sind noch immer noch Erster zum Glück. Ich meine, mir geht's nicht drum. Wir haben gezeigt, welche Klasse wir haben. Aber ich weiß nicht, warum der da noch mal mit seinem Pulsgerät geschaut hat. Okay, es war wieder ein Bug. Er hat mit seinem Pulsgerät geschossen. Runde 3. Matchball, wie cool. Ich bin doch immer noch Erster. Unverdient. Ja, ich meine, ja, sorry. Wir picken uns, ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen blöd ist, wenn wir immer Ash nehmen, aber ich mag die Kleine. Und deswegen nehmen wir für diese Runde nochmal Ash. Das heißt, ihr habt eigentlich nicht mehr Operator gesehen, als ihr sonst immer sieht, aber sie ist halt so wendig mit 3 Tempo. Hat sie 3 Tempo? Sorry. Ja, sorry, wenn ich das nicht weiß. Sie hat 3 Tempo. Ich hoffe, sie sind jetzt auch unten. Wie gesagt, sie hat 3 Tempo. Einen Granatenwerfer, Blendgranaten und noch, wenn man sogar noch will, Claymore. Das bedeutet, sie ist einfach legit OP. Wenn man halbwegs gut ist in dem Game, kann man richtig rasieren mit ihr. Und deswegen freue ich mich immer wieder, wenn ich sie bekomme.
überhaupt der Elite-Skin, dass wir den umsonst bekommen haben. Ich meine, Ash war schon immer eine Klasse für sich. Aber jetzt geht's los. Letzte Runde. Runde 3. Oh, einer hat das Team verlassen. Ich weiß nicht warum. Ich meine, wir stehen 2-0. Aber ja, wenn er glaubt, dass er da keine Kills mehr bekommt, wo sind sie? Keller? Na, no, okay. Wieder da oben. Wenn sie wieder zukommen sind, können wir das wieder schaffen. Legit OP. Bruder, chill. Ach komm schon. Nimm mal die Drohne schon wieder. Okay. Vielleicht können wir die Drohne retten. Das wäre mega cool. Und zack, ja. Gut gerettet. Letzte Runde. Runde Nummer 2. Ich denke mal, sie werden richtig pushen. Haben sie ja in den letzten Runden eigentlich auch, trotzdem, dass sie immer verloren haben, haben sie aber immer Kampfwillen gezeigt. Das bedeutet, wir werden es dann nicht so einfach haben. Wir haben den Diffuser, wie cool. Okay, fuck. Okay, da campt einer vom Fenster. Ich denke mal, ja, es ist Kapkan gewesen, brauche nicht denken. Ich habe es ja eh gesehen. Da oben ist zu. Wir machen hier mal auf. Okay. Schauen wir mal mit der Drohne rein. 13. Wow, cool. Zwei. Okay. Jetzt müssen wir mal schauen. Wow, der Schildhaber ist schon da. Okay. Der Schildhaber ist tot. Oh nein. Okay. Wir schauen nochmal mit der Drohne. Wer jetzt? Okay. Nicht. Das war ja richtig behindert. Alle, sorry, die, was ich geblendet habe, sorry. Ach, ich Trottel! Nein, wir haben verloren! Die Runde ist scheiße! Ja, fuck, wir verbluten beide elendig. Dreck! Ach, Boden schauen wir echt manchmal einfacher. Dich da einmal mit meiner Scheiße. Er ist so ein Noob. Achso, okay, sie weiß es wahrscheinlich. Komm schon, Frost, kill mich. Ja. Und das ist Lion, der auch verblutet, oder? Nein, Lion lebt, cool. Warte kurz. Hey, Lion, Frost is in the room. Frost is in the room. Ja, ja, hier. Schauen wir uns mal das Gameplay ein bisschen von Frost an. Ah, von Frost bin ich blöd. Er muss aber jetzt bald was tun. Ich meine, Frost ist dann defensiv bis zum geht nicht mehr. Okay, er kennt nicht mehr richtig die Steuerung. Ich glaube, Frost werden wir... Oh, es laggt ein bisschen. Okay, fuck, ja, das war richtig behindert von mir. Hey, in the train. Okay, ich glaube, das hilft mir jetzt auch nicht ganz weiter. Right, yeah, here. I think here in the train. Oder ich weiß nicht, ob sie im Zug ist, aber ich meine... Ich weiß, wenn ich... Nein, okay, im Train ist sie nicht. Okay. In the train. Go around. Don't pick. Go around. Ja, ich glaube, das werden wir verlieren. Ja. Oh mein Gott, wir haben gewonnen. Und ich bin Erster geworden. Ich meine, ja, leider nur mit 2 Kills, leider. Ich meine, wir waren da etwas zu feierlich bei 3 gegen 1. Aber trotzdem, ich meine, wir haben jetzt endlich ein bisschen Roma gehen. Wir telefonieren. Ich hoffe, euch hat die Episode genauso viel Spaß gemacht wie mir. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Wir natürlich, mein Bruder auch.
Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Na warte, wir schauen nochmal, ob mein Bruder sein hochersehntes Alpha-Pack bekommt. 33%. Und ach, wieder nicht. Schade. Ja, glaube ich, macht...